Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk. Auch heute wieder mit einem besonderen Gast, Michael Siebold. Michael Siebold ist Rechtsanwalt und war viele Jahre, ich gehe noch genauer darauf ein, bei der Kanzlei Arnecke Siebert Dabelstein. Und Herr Siebold, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ich auch. Und ich habe gesehen, Sie waren tatsächlich 34 Jahre bei der Kanzlei, beziehungsweise haben Sie mitgegründet. Sie waren über 30 Jahre Managing Partner und jetzt die letzten knapp 5 Jahre Senior Partner. Vielleicht ein paar ganz kurze Worte dazu. Wie kam es zu der Kanzlei? Ich glaube, Sie haben sie ja mitgegründet oder überhaupt gegründet. Ja, ich bin halt anscheinend eine treue Seele, denn ich habe nie die Kanzlei gewechselt, auch wenn sich mein Kanzleiumfeld verändert hat. Von einer ganz kleinen Einheit mit einem Associate, der dann ganz schnell mein Partner geworden ist und das auch heute noch ist, haben wir diese Einheit durch internes Wachstum, aber auch durch Fusion über die Jahre zu einer reputablen mittelständischen Kanzlei in Deutschland aufbauen können, haben in den letzten Jahren viele tolle Kollegen in ganz Deutschland dazugewonnen. Sehr bescheiden. Wie viele Anwälte haben Sie jetzt inzwischen? Ja, wir sind so zwischen 130 und 150. Das ist sehr groß, mittelständische Kanzlei. Ja, das wir sind eine auf Deutschland oder in Deutschland beheimatete, aber sehr stark international ausgerichtete, fokussierte Wirtschaftskanzlei. Das heißt, wir bieten alles an, was in der Wirtschaft und in der Industrie gebraucht wird, fokussieren uns aber auf bestimmte Industrien oder glauben, dass wir in bestimmten Industrien über besondere Kenntnisse verfügen. Und dazu gehört insbesondere der ganze Bereich von Transport, Logistik und was wir als Aviation, also die ganze Luftfahrt und das Maritime ansehen. Sport und Entertainment gehört dazu. Und ja, das ist so ein kurzer Abriss über bald 35 Jahre Anwaltsleben. Ja, sehr beeindruckend, was Sie da in der Zeit aufgebaut Vielen haben. Dank. Und Sie selber sind Experte, wie Sie sagten, besonders für große Infrastrukturprojekte. Flughäfen, sagten Sie, war ein Kerngebiet für Sie in den letzten Jahren, aber auch Sportarenen, ansonsten M&A und Real Estate und Sport, ein persönliches Steckenpferd von Ihnen. Sie waren ja selber Leistungssportler, Profifußballer. Es war doch dann eine schöne Kombination, kam alles zusammen in der kleinen Kanzlei. In kleinen Anfängen und als ganz junger Mann, ja. Die sportliche Karriere ist verletzungsbedingt früh unterbrochen worden. Ich habe aber mein Leben lang weiter Sport getrieben und tue das auch heute noch. Und hatte dann das Glück, dass ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Sport, im Entertainment-Bereich auch eine berufliche Heimat auf der juristischen Seite gefunden habe und auf der ganzen Welt an Stadien- und Arenenprojekten mitarbeiten durfte. Und das hat besonders viel Freude gemacht. Glaube ich. Ja, und unser Thema heute ist auch sehr spannend. Ihre These, sage ich mal, ist eine, ja, ich sage mal, steile These. Sie sagen, der Anwaltsmarkt erlebt gerade die größte Disruption, seit es das Internet gibt. Das ist eine Aussage. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, Herr Siebold, was sind die Gründe, die Sie zu dieser These tatsächlich geführt haben? Also das Internet hat sicherlich vor mittlerweile über 20 Jahren schon einen großen Einschnitt gebracht, in dem Zugang zu Wissen und zu Informationen sehr viel leichter war als noch zuvor, wo man auf Bibliotheken und Schriftstücke angewiesen war, wo der Zugang einfach beschränkter war. Das ist heute vollkommen anders, aber nochmal, nach dem Internet hat sich jetzt mit einer Vervielfachung der Quellen an Informationen der Markt grundlegend verändert. Wir haben heute Zugang zu Rechtsquellen auf der ganzen Welt in Sekundenschnelle und können mit den richtigen Eingaben, dem sogenannten Prompten, uns durch KI-gesteuerte Programme Antworten ausarbeiten lassen,
die früher Tage, wenn nicht Wochen gedauert haben. Wir können heute Dokumente erstellen lassen durch die richtige Eingabe von den Keywords, die vieles der Arbeit, was früher unser Brot- und Buttergeschäft war, nämlich das Erstellen von Dokumenten, seien es einfache Verträge oder Schriftstücke bis hin zu sehr komplexen Vertragswerken. All das wird heute durch eine Technologie unterstützt, die vieles einfacher zu machen scheint. Ja. Ich glaube auch komplexer, die aber sicherlich die Fähigkeiten, die wir mitbringen müssen, verändern. Herr Siebert, hat sich das jetzt alles erst geändert durch ChatGPT im November letzten Jahres oder hat das bereits zuvor Einfluss gehabt, auch in Ihrer Kanzleitätigkeit? Nein, das ist ChatGPT war sicherlich nochmal ein Quantensprung, aber ich erinnere mich, dass ich schon vor Jahren in England bei Tesco, für die ich hier keine Schleichwerbung machen möchte, aber eine Supermarktkette, Automaten gesehen habe, wo sie einfache Dokumente von einem Testament, einem Wohnraummietvertrag, einen kleinen Darlehensvertrag, konnten sie eingeben, dann haben sie ihren Namen eingegeben und das, was sie, ne, eine Summe und so weiter, und dann hieß es ja 60 Pence oder 1 Pfund 20, das haben sie eingeworfen und dann kam unten ein ausgedrucktes Dokument raus. Das ist sicherlich 8 oder 10 Jahre her. Also diese, ja. Das, aber das war noch maschinell. Aber da war schon eine gewisse KI dahinter. Und seitdem haben sich die Dinge natürlich dramatisch verändert. Ich glaube, ChatGPT bringt alle 3, 4 Wochen eine neue Version raus, die dann um einen Faktor besser und mit mehr Informationen bestückt ist als die Version davor. Also da erleben wir Quantensprünge. Ja. Fast wöchentlich. Ja, der IQ von ChatGPT liegt angeblich schon über dem von Einstein, der bei 160 lag. Also es ist unglaublich. Und wenn man überlegt, dass gesamte Big Tech-Unternehmen ja an diesem Thema arbeiten, ich meine nicht nur Microsoft, Google, Apple, alle, Alphabet, kann man ja davon ausgehen, dass die Skalierung, also dass die Entwicklung sehr schnell vorangehen werden. Was ich nur höre von Experten ist auch, sobald die Quantenphysik dazukommt, man nicht genau weiß, wann das der Fall sein wird, wird es nochmal einen Riesensprung geben. Aber jetzt ja, mal, jetzt, Entschuldigung, ich wollte noch. Das glaube ich auch, aber das ist Spekulation, aber da freue ich mich, wenn wir darüber sprechen, wenn es soweit ist. Und dann haben wir beide wahrscheinlich dazu auch eine dezidierte Meinung. Wir waren aber ja am Ausgangspunkt, wie verändert sich denn oder was verändert sich? Was haben wir über Jahre, über Jahrzehnte gemacht? Wir haben Verträge, wir haben beraten, wir haben Verträge entworfen, wir haben Verträge geprüft, wir haben große Datenräume mit ganz vielen Daten gehabt, wo man sich jedes Schriftstück durchlesen musste. Das erledigt heute alles die Maschine. Mhm. Also ein komplexe Vertragswerke durchzuschauen, dauert heute nicht mehr lang. Das Wesentliche aber ist, und da verändert sich die juristische Arbeit, jetzt das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Worauf muss ich achten? Denn die Maschine ist nicht unfehlbar und sie kann nach wie vor auch viele Nuancen, die wir im zwischenmenschlichen Bereich meist ansiedeln, nicht erkennen. Bisher jedenfalls nicht. Und die größte Schwierigkeit wird, ich glaube, wie das auch die Jugend, wenn sie ständig an ihren Geräten ist und Informationen bekommt, zu wissen, was ist Fake News, was ist echt, was ist wichtig und was ist unwichtig, immer. Heißt das übersetzt für uns. Okay, das heißt, in absoluten Billing Hours verändert sich etwas bei Ihnen gegenüber den Mandanten? Das glaube ich auf jeden Fall, denn ich denke, der zeitliche Input für bestimmte Tätigkeiten wird deutlich reduziert. Und es kommt sehr viel mehr darauf an, dass ich mein Know-how, meine Kenntnisse, meine Erkenntnisse und meine sogenannten Learnings anwenden kann und muss. Und das ist, glaube ich, davon bin ich fest überzeugt und praktiziere das, soweit das von dem Markt auch akzeptiert wird, auch schon seit einiger Zeit, nicht mehr in Zeiteinheiten sauber abgebildet werden oder adäquat abgebildet werden können. Sodass ich davon ausgehe, dass wir in Zukunft sehr viel mehr eine Preisbildung erleben werden, in der wir lösungsorientiert
auf ein fertiges Werk hinarbeiten, sagen können, das sollte einen bestimmten Preis kosten, okay, der sich deutlich weniger an dem zeitlichen Input orientiert, sondern an der wirklichen Qualifikation des Teams, was daran arbeitet. Ja, da sind wir auch schon bei der zweiten Frage. Was empfehlen Sie Ihren Kollegen und den Kanzleien? Wie kann man sich wirklich optimal auf diese Veränderungen jetzt vorbereiten? Das ist sicherlich eine ganz individuelle, die Antwort darauf ist individuell und ich möchte nicht rüberkommen als jemand, der anderen Kanzleien Ratschläge da geben kann oder sollte. Ich für mich wüsste, was ich für unsere eigene Kanzlei und auch was ich jungen Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben würde. Und das ist auf allen Ebenen eine intensive Fortbildung betreiben, die auch den Umgang mit großen Datensätzen und die Übersetzung in die Anwendung beinhaltet. Also das sogenannte Prompten kann ich nur dann, also dass ich der Maschine sage, auf was sie achten soll und was sie suchen soll, kann ich nur tun, wenn ich genau weiß, wovon ich spreche. Das heißt, ich muss im Fachlichen sicherlich sehr, sehr stabil und gut aufgestellt sein, sonst kann ich das nicht tun, muss aber lernen, dass meine Fähigkeit nicht mehr darin liegt, das selber auch zu entwerfen, sondern in einem dann vorgegebenen Text das einzuarbeiten. Okay, ja, wir gehen ja gleich auch nochmal auf die verändernden Anforderungen an Associates und an die Ausbildung ein. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück der Frage, wie müssen Kanzleien sich anpassen an diese Situation? Sie wollen nicht über Kollegen sprechen, aber wie machen Sie das? Denn sehen Sie schon konkret veränderte Anfragen seitens der Mandanten, was organisatorisch dann auch Auswirkungen hat auf die Kanzlei momentan? Also ich sehe Kollegen, die Kolleginnen in Kanzleien, die sich schon darauf eingestellt haben und viel mehr mit den neuen Technologien arbeiten. Und da erlebe ich, dass die Zusammensetzung der Teams eine andere ist, als das in klassisch strukturierten Teams der Fall war, wo ich einen Seniorenkollegin oder eine Kollegin hatte, dann Jüngere darunter und am Ende die Kernarbeit mussten dann die ganz Jungen machen. Heute haben wir unterschiedliche Disziplinen. Also es sind sicherlich viel mehr Wirtschaftsjuristen, die mit einem anderen Skillset ausgerüstet dazukommen. Überhaupt junge Menschen mit einem technischen und oder einem auch wirtschaftlichen Hintergrund, die komplementär zu den Juristen und mit denen zusammen dann das Team erstellen. Oh, interessant. Damit haben sich doch Anwälte immer ein bisschen schwer getan. Nicht Anwälte im Team. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wir lernen, dass diese Öffnung wichtig ist und dass es neben Juristen auch ganz viele andere gibt, die mit ausgezeichneten Kenntnissen zu sehr guten Ergebnissen beitragen können. Okay, ja, interessant. Das heißt, da tut sich gerade sehr viel. Voraussichtlich in den weiteren nächsten Jahren noch mehr. Und dann sind wir, weil Sie eben angesprochen haben, die Ausbildung. Angefangen bei der Universität bis zum Associate, der einsteigt. Ich meine, wenn das jetzt ChatGPT macht, dann braucht man ja keinen Associate mehr. Wie sehen Sie da die veränderte Anforderung an Associate? Ja, die Ausbildung wird sich verändern und was die mündlichen Teil von Prüfungen anbelangt, hat sie das wohl auch schon, zumindest teilweise. Nämlich Ergebnisse werden vorgegeben und in der Diskussion, in der Prüfungssituation wird dann über den Weg, wie komme ich dahin, gesprochen. Und ich kann natürlich einen Weg nur beschreiten, wenn ich entsprechend ausgestattet bin mit dem richtigen Equipment. Und das bedeutet, ich muss all das auch mal gelernt haben. Und zusätzlich zu den juristischen Kenntnissen, die es braucht, sonst kann ich weder prompten, noch kann ich ein Dokument oder einen Datensatz vernünftig lesen, muss ich mich auch mit Programmen vertraut machen, wie Wire, Teams, Deep Learning, HiQ, M365. Das sind alles Dinge, die mir jetzt noch schwerfallen, mich damit so intensiv zu befassen. Das muss ich ja auch nicht mehr. Ja. Aber ich glaube, die nächste Generation wird in der Ausbildung ganz andere zusätzliche Fähigkeiten erlernen müssen oder auch dürfen. Ich sehe darin ja eine große Chance, dass man sich die Technologie zunutze macht, um
effizienter zu hoffentlich dann auch noch besseren Ergebnissen zu kommen. Es gibt mittlerweile Universitäten, die da Schwerpunkte setzen. Ja. Ich weiß, dass die Universität Saarbrücken zum Beispiel einen anbietet, wirklich Datenschutzrecht. Und das ist sehr, sehr technisch. Und wer da was belegen will, der findet drumherum dann auch Seminare, die in diesem Bereich sehr stark IT-getrieben gehen. Und mit den Kenntnissen kann man sich dann auch bei den entsprechenden Kanzleien, die da Vorreiter sind, bewerben und fängt eben da nicht bei Null an. Da ist das Learning on the Job eher schwierig, wenn man ohne entsprechende Vorkenntnisse schon aus dem Studium dahin kommt. Ah ja, interessant. Das wäre jetzt praktisch auch von Ihrer Seite ein Tipp vielleicht an Bewerber, sich schon mal in diese Richtung schulen zu lassen, um die Chancen zu erhöhen, in einer Top-Kanzlei einzusteigen. Ja, was sicherlich bleibt, ist sauberes und tiefgründiges wissenschaftliches Arbeiten. Das wird eine Qualität bleiben, die den guten Juristen von dem weniger guten Juristen unterscheidet. Ich glaube auch, dass das gut schreiben und formulieren können ebenso wichtig bleibt, wie es das vorher war, denn das ersetzt die Maschine nicht. Der eigenen Stil muss man finden. Und ja, vielleicht ist in Zukunft in diesen Bereichen, und da liegt wieder die große Chance einer jeden Disruption, frühzeitig veröffentlichen. Das geht heute ja schneller, wenn Sie wissen, worüber Sie schreiben, wenn Sie wissen, wie Sie dieses berühmte Prompten machen, dann können Sie sehr viel schneller auch einen guten Grundtext haben, an dem Sie nur noch arbeiten müssen und den Sie dann teilen können. Und dann gibt es natürlich überhaupt die gesamten sozialen Medien und die Kenntnis im Umgang damit ist sicherlich etwas, was in Zukunft auch gelehrt werden wird. Okay, sehr interessant. Das heißt, wir als Agentur, wir Marketing-PR machen, Sie empfehlen tatsächlich Ihren Kollegen auch verstärkt, da aktiv zu werden im Bereich Social Media, im Bereich PR und sehen da auch eine Notwendigkeit, verstärkt etwas zu machen. Habe ich jetzt so verstanden oder war das zu breit interpretiert? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist in der juristischen Ausbildung bisher insgesamt zu kurz gekommen. Die sozialen Medien als Publikationsmedium sind wichtig, sind nicht mehr wegzudenken. Da eine Schulung zu haben, einen sicheren Umgang damit. Halte ich für ganz wichtig für die nächste Generation an Anwältinnen und Anwälten. Da glaube ich, kommen wir nicht drum herum. Und das kann ja gepaart sein mit klassischen Fähigkeiten, also gutes Schreiben, das kann man erlernen. Wie man auch präsentieren erlernen kann und wie eine Fremdsprache. Ja, spannende Zeiten. Es tut sich viel. Wie Sie sagen, Ihre These, die größte Disruption, seit es das Internet gibt. Und Sie werden ja sehr bald etwas anderes machen. Sie haben mir ja vorab schon dazu erzählt, aber nicht weniger spannend. Was sind Ihre beruflichen Pläne ab dem nächsten Jahr, Herr Siebold? Wollen Sie uns das verraten? Ja, mache ich gerne. Vielen Dank. Ich werde nach 35 Berufsjahren als Anwalt, der ich mit Leib und Seele war, meine anwaltliche Tätigkeit beenden und will mich eher anderen Themen widmen. Ich will meine Beirats- und Aufsichtsratsmandatstätigkeit etwas intensivieren. Aber ich will vor allem die Beratung in einem anderen Bereich, der aber ganz nah an dem ist, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, intensivieren, nämlich jungen Menschen auf ihrem Karriereweg vornehmlich in der Juristerei. Da habe ich halt meine Kenntnisse, sowohl vom Markt als auch vom Werdegang, dazu nutzen, um sie dabei zu unterstützen, dass sie die richtige Balance finden zwischen einem erfolgreichen Berufsleben und einem erfüllten Privatleben. Denn die Herausforderung, glaube ich, ist für die nächsten Generationen, ich sag mal an Juristen, Juristinnen, eine der größten. Die Leistungsbereitschaft dieser Generation ist enorm hoch, wird vielfach verkannt. Aber sie hat auch erkannt, dass wir nicht leben, um zu arbeiten,
sondern dass die Arbeit uns unser Leben ermöglichen soll. Sie muss erfüllt sein, sie muss den Purpose haben. Man will dazugehören, man braucht ein Umfeld. Das ist alles ganz wichtig, in dem man sich wohlfühlt. Der respektvolle Umgang, den man erwartet, den man aber selber auch in seinem Team, in ihrem Team, wenn man eins führt, allen anderen angedeihen lassen muss. Und in diesem Spannungsfeld würde ich gerne weiter beraten und habe auch Gott sei Dank schon erste Anfragen da und freue mich darauf, denn die Arbeit gerade mit den nachwachsenden Generationen macht mir und hat mir immer besonders viel Spaß gemacht und darauf freue ich mich sehr. Herr Siebold, ganz herzlichen Dank. Gibt es noch irgendwas Ihrerseits, was Sie gerne loswerden möchten, sage ich mal, so als Motivation für den Nachwuchs oder überhaupt zu dem Thema, was Ihnen auf dem Herzen liegt? Ja, ich möchte, das Wort Disruption hat ja, weil es auch so stark und hart klingt, oft eine negative Konnotation und die sollten wir vollkommen wegdenken. Die hat es nicht. Diese Disruption bietet enorme Chancen, auch für neue Marktteilnehmer, für Selbstständige, für junge Leute, die vielleicht einen anderen Weg gehen wollen, trotzdem aber Jurist sein möchten, sich hier einzubringen. Und ich glaube, dass sich auch die Kanzleilandschaft verändern wird. Das ist aber mal ein Thema für vielleicht einen eigenen Talk. Und auf jeden Fall keine Angst vor diesen Veränderungen haben, sondern offen sein dafür und die Skills, die man hat, weiter ausbauen, offen sein für neue Technologien und bloß keine Ängstlichkeit. Angst ist ein schlechter Begleiter. Ich würde sagen, die Möglichkeiten, die sich jetzt bieten, sind enorm und sind eigentlich mit offenen Armen aufzunehmen. Ja, okay, dann ganz herzlichen Dank. Was Sie eben angedeutet haben, die Kanzleilandschaft wird sich verändern. Vielleicht ist das wirklich ein Thema für einen separaten Talk. Sie sagen ja gerade, die mittelständischen Kanzleien dürften extrem unter Druck geraten als erste. Ja. Vielleicht das geben wir es den Zuschauern so mal als Teaser mitgeben. Und ja, neugierig bleiben, dazu vielleicht beim nächsten Mal mehr. Also an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, liebe Frau Böhnert. War ein sehr angenehmes Gespräch. Danke Ihnen. Danke auch.